Seit 1965 hält nun die SPD hier im traditionsreichen Wolferstädter Keller ihre Versammlungen ab. Dabei ist heute der Mittelpunkt die Rede des Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel und die Rede des Landesvorsitzenden Florian Brunold. Und jetzt schauen wir mal rein, wie die Stimmung drin ist. Im Januar sind es 50 Jahre, dass ich Mitglied der SPD bin. Also wenn wir von unserem Ortsverein ausgehen, da geht es steil bergauf mit der SPD. Starke SPD brauchen wir. Also ich hoffe halt, dass wir jetzt vielleicht mit Gabriel mehrere Chancen haben. Die SPD braucht wieder Prozente, Aufwärtstrend. Ich warte, dass unser neuer Parteivorsitzender heute mit der schwarz-gelben Bundesregierung abrechnet. Das war jetzt einfach für mich die Partei, die der Kämmer. Also ich finde, dass wir Aufbruchsstimmung wieder haben müssen. Ich meine, wir haben heute Aschermittwoch. Der Fasching ist 99 Tage alt und geht heute zu Ende. Die Narren geben heute das Regiment in Deutschland wieder ab. Das ist der Unterschied zur Bundesregierung. Da dürfen die Narren noch ein paar Tage und Jahre weiter regieren. Leider, liebe Genossinnen und Genossen, leider. Ich will mal offen sagen, wen ich für die eigentlichen Sozialbetrüger in Deutschland halte. Ich will mal offen sagen, was ich glaube, wer wirklich sich asozial benimmt in unserem Land. Das sind doch diejenigen, die ihre Kinder kostenlos bei uns in die Schule schicken, die in hochsubventionierte Theater und Museen gerne gehen, mit Steuergeldern bezahlt, die alles mitnehmen, was ein Staat wie Deutschland zu bieten hat. Aber dann, wenn es darauf ankommt, den Staat auch mitzufinanzieren, ihre Einkommen ins Ausland schleppen und am Finanzamt vorbeigehen. Das sind die wahren Sozialbetrüger in Deutschland. Die Kanzlerin hat es uns prophezeit. Wir haben nur nicht gewusst, wie ernst sie das meint. Die hat in der Regierungserklärung gesagt, ich zitiere, es wird erst noch schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Ich habe nicht gedacht, dass die das so ernst meint. Das Problem ist, es wird noch 3,5 Jahre schlimmer werden, wenn die so weiter regieren. Und deswegen ist es übrigens wichtig, dass man am 9. Mai in Nordrhein-Westfalen ein Stoppsignal setzt. Wir Sozialdemokraten sind die Partei der Freiheit. Wir haben die Freiheitsrechte erkämpft. Und übrigens, ich lasse mir als Vertreter der deutschen Sozialdemokratie ungern von Leuten sagen, sie seien die bürgerliche Koalition. Sozusagen, ich weiß nicht, was wir dann sind für die, wahrscheinlich irgendwas, was man an den Rand schiebt. Ich weiß, dass für die bürgerliche Demokratie deutsche Sozialdemokraten ihr Leben und ihre Gesundheit gelassen haben, als die Vorgänger deren Parteien dem Ermächtigungsgesetz von Hitler noch zugestimmt haben. Das ist die Tradition der deutschen Sozialdemokratie. Group Alpe Adria HGAA. Die Neuübersetzung dieses Kürzels HGAA heißt Haufen Geld am Arsch. Keiner will die Verantwortung dafür übernehmen, dass 3.750 Millionen Euro bayerischer Steuergelder in den Sand gesetzt worden sind. Keiner will die Verantwortung übernehmen. Und lieber Markus Rindersbacher, ich finde es gut, dass du Strafanzeige gestellt hast. Weil da gehören einige hinter Gitter. Ich habe in die Zeitung geschaut und habe folgendes Bild entdeckt. Folgendes Bild, da stand drunter Peter Ramsauer, Verkehrsminister, mit Captain Blaubeer und Hein Blöd. Und dann habe ich Captain Blaubeer sofort erkannt. Aber bis ich Hein Blöd gefunden habe, das hat ein bisschen gedauert. Und deswegen ist es Sauerei, dass nirgends so stark wie in Bayern Bildung vom Geldbeutel abhängt und das ist Schuld der CSU und Schwarz-Gelb hat daran nichts geändert. Und wir, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir kämpfen für ein weltoffenes, für ein solidarisches und für ein gerechtes Bayern. Wir kämpfen dafür, dass man auf Bayern wieder stolz sein kann. Super, ich glaube, das war der bestbesuchte Aschermittwoch seit über 10 Jahren.
Und der Sigmar Gabriel als Niedersachse hat es geschafft, die Herzen der Niederbayern zu erobern. Und wer das schafft, der führt auch die SPD wieder nach oben.